Was geht ab, Leute? Hier ist Mo, ihr seid bei Primcards, eurem Sports Trading Cards Informationschannel auf Deutsch. Ich öffne heute mit euch ein Cello Pack. Vielleicht könnt ihr es schon hören, wir haben kleine Unterschiede. Ich habe ein neues Mikrofon, muss deshalb die Folge nachsynchronisieren. Trotzdem bleibt genügend Zeit, euch alles weitere zu erklären und auch das Mikrofon zu testen, also tolle Gelegenheit. Gleich geht's los. Ich kommentiere sozusagen das, was passiert ist. Ich will euch aber auch nochmal darauf hinweisen, dass am 18.01. des kommenden Jahres, ist ja bald Jahreswechsel, dementsprechend nicht mehr lange bis hin, eine Cardshow stattfindet in Maintal. Hier seht ihr den Inhalt der Cello Packs, zwei Packs, eine silberne, eine grüne Prism garantiert in der Regel und die drei Red, White und Blue Prisms. Und hier seht ihr auch schon die Einblendung zur Wintercardshow im Bürgerhaus Maintal. Es ist näher Frankfurt. Maxi Firebreaks und Football Cards Berlin, glaube ich. Es ist so. Komme ein bisschen durcheinander. Aber ich glaube, ihr dürftet alle Informationen auch im Video eingeblendet bekommen. Wenn nicht, gehe ich nochmal in der Beschreibung sicher, dass da alles läuft. So, erste Karte Jason Kidd. Könnt da ruhig ein bisschen immer näher ran. Aber die Suche nach den Hits ist größer. So, Kamera fokussiert etwas spät. So, da haben wir es. Die Art, habe ich schon gesagt gehabt, ist auf jeden Fall typisch Prism-like. Sie gefallen einem entweder gut oder gar nicht. Die Fotos sind viel größer als letztes Jahr von den meisten Spielern, muss man sagen. Die Images, die Screens sind durch die Bank weg besser, würde ich meinen. Rookies erkennt man immer noch daran, dass der Hintergrund schwarz ist. Rechts oben hat man dieses Mal das Rookie-Symbol. Deswegen macht es Sinn, die Karten nach links zu schieben, sodass man schon mal sehen kann, ob man eventuell einen Rookie hat. Das ist so ein bisschen das vorwegzunehmen. So, die Grüne habt ihr gesehen, das war ein Sandspieler. Nichts zu Wildes. Trotzdem, der Junge ist gar nicht so schlecht. Hier kommt Bill Russell. Und jetzt haben wir schön Fokus drin. Die Silver Prism wie angekündigt. Ilya Sova. Absolut verlässlicher Spieler für die Bucks. Zach Collins. Ihr seht, die Fotos sind gut. Ganz Ecke größer. Joe Ingles. Und da haben wir Schofield. Zweiten Rookie. Nichts in Prism. Und Dwayne Bacon. Da kriegt man gleich schon wieder Hunger, wenn man den Namen ausspricht. So, und jetzt kommt unser Bonus-Pack. Ich habe bereits Red, White und Blue Prism gezeigt aus dem letzten Jahr. Dementsprechend die Mail-Day-Videos vielleicht nochmal anschauen, wenn ihr die Doncic sehen wollt. Nicht mehr im Bestand bei mir, aber interessant zu sehen. Allemal. Hier haben wir die Blake Griffin. Cooles Bild. Die Mo Bamba, Second Year, Red, White und Blue. Jetzt der Fokus wieder schwierig. Da haben wir es. Sehr schöne Karten auf jeden Fall. Aber sie sind halt in der Rangliste der Prisms nicht die allerhöchsten. Eher würde ich sagen sogar die allerersten. Daher nicht die wertvollsten. Pascal, glaube ich, war das gewesen. So spricht man den Namen aus. Oder Pichal, der Rookie der Warriors. Das war unser Rookie-Pick. Das Pack war jetzt nicht umwerfend, aber für euch bestimmt ganz interessant zu sehen, was man so ziehen kann. 5 Prisms sind garantiert bei 3 Packs. Die Ausbeute ist nicht schlecht. Und mit bisschen Glück hat man eventuell sogar gleich einen Silber oder einen grünen Rookie. Das ist auf jeden Fall nie verkehrt. So, das war's für heute. Denkt an die Maintal Card Show. Kommt vorbei, würde mich freuen, euch dort zu sehen. Grüße gehen raus.